und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Mann und ich waren heute in der Stadt bummeln und dann sind wir auch mal beim Teddy eingekehrt, wo ich mir Sunny Painting gegönnt habe. Und zwar möchte ich euch das mal zeigen, beziehungsweise mit euch zusammen auspacken. Zum einen ist es hier so ein Toolkit mit so einem runden Schüsselchen, was aber innen drin glatt ist, wo sich die Steine definitiv nicht legen, aber ich benutze die ja eh nicht. Dann ein Wachsplättchen und ein Stift. Runde Steinchen und dieses zuckersüße Bild. Es ist Weihnachten. Ich habe es mir aber mitgenommen, weil ich sag euch, Teddy hat die Weihnachtsteile alle 70% reduziert. Und dann habe ich gedacht, komm, da kann ich nichts falsch machen, nehme ich da mit. Das ist vor allen Dingen zwischendurch auch mal schnell gepaintet. Und wenn ich es dann eben nächstes Jahr an Weihnachten mache, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall finde ich das so süß. Das ist ein Hund. Ich zeige es euch mal. Das ist ein Hund mit einer roten Nase. Und ich fand den so goldig, wirklich so goldig, dass der einfach mit musste. Und ja, das Bild hat ein Maß. Es soll haben, steht drauf, 30 mal 30. Und das Bildmaß ist 24,8 mal 24,8. So, wie gesagt, runde Steinchen, die auch echt einen ganz guten Eindruck machen. Das sind so Brauntöne, beige, grau. Für den Hintergrund, rot für das Näschen und auch weiß, was in den Hund reinkommt. Es hat eine kleine Legende ohne DMC-Nummern, einfach nur welches Päckchen wohin gehört. Also ist hier fortlaufend auf dem Päckchen und hier im Prinzip genauso. Ja, ich fand es richtig süß. Ein kleiner, ich glaube ein Jack Russell ist das, oder? Dürfte ein Jack Russell sein, mit einer Red Nose, also als Rentier quasi verkleidet, total schnuckelig. Ich fand es wirklich richtig, richtig, richtig süß. Das musste mit. Und es hätte normalerweise gekostet 5 Euro, ja, und jetzt 70% weniger. Da kann man nichts falsch machen. So. Dann habe ich noch mal was mitgenommen, was auch weihnachtlich ist, was mir aber sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, ich habe es mitgenommen, einfach weil es auch so stark reduziert war, sonst hätte ich es definitiv nicht mehr mitgenommen. Da ist auch dieses Standard-Toolkit drin. Und zwar ist das ein Kranz, ich zeige ihn euch hier drauf. Gefällt mir richtig gut. Und zwar ist er auf einer Holzplatte. Die Klebekraft ist top übrigens. Testen wir beim anderen auch. Die ist auch top. Und auch der Druck, ich kann euch mal zeigen von dem anderen Bild, da bin ich jetzt ein bisschen zu schnell weg. Also astrein, richtig klar und gut zu erkennen. Bin ich also echt begeistert. Und wie gesagt, hier die Klebekraft ist auch super. Der Druck ist auch wunderbar zu erkennen, kann ich euch mal zeigen. Richtig schön. Dann ist hier noch so ein Nikolausstiefel dabei, der hier in die Mitte gehört. Da sind dann auch so Schnürchen dabei. Einmal der große mit dem Aufhänger. Und, die Ringe, genau, die Ringe kommen einmal hier und hier rein, sehe ich gerade auf dem Bild. Oh, schön. Und dann kann man es mit einem weißen oder aber mit diesem Bändel aufhängen. Und ja, finde ich richtig mega süß. Da ist eine Legende mit DMC-Nummern sogar. Und wir haben auch Sondersteinchen dabei. Ich zeige euch mal, das ist einmal so rot, orange, gelb, grün, ein dunkleres Grün, weiß. Dann sind hier so runde große. Es sind runde kleine und es sind Stäbchen dabei, ja, die quasi dann hier jeweils reingehören. Und jetzt muss ich mal gucken,
Die 8, wo gehört die 8 hin? Ach, die ist hier auf dem Stiefel dann. Ja, sehr schön. Das werde ich dieses Jahr definitiv nicht mehr painten. Das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr painten. Und ja, der Kranz ist, messen wir mal, wie groß er ist. Der hat einen Durchmesser von 25 cm circa. Finde ich also auch echt richtig schön. Doch, das gefällt mir und er ist echt richtig stabil. Finde ich ganz, ganz toll. Finde ich. Das war jetzt einmal zu viel, das finde ich. Ja, das musste heute definitiv mit. Wir haben auch noch anderes angekauft. Ich hatte noch einen Kalender gebraucht mit einer tollen Einteilung. Da habe ich auch einen ganz, ganz tollen gefunden. Und ja, und was man halt so, und dann stöbert man halt im Teddy und findet dies und das. Ob man es immer braucht, ist die Frage. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt mal zugeschlagen, auf jeden Fall mit Diamond Painting Bilder. Und ja, wie gesagt, der Kranz hätte normal 5 Euro gekostet und 70% ab. Da ist also definitiv nichts kaputt und der Kranz sieht mega schön aus. Das Bild finde ich mega, mega süß. Und ja, da seid ihr aber mit Sicherheit dabei, wenn ich das painte. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir auch wieder ein Paint with Me machen, dass wir den gemeinsam painten. Aber wie gesagt, das wird dieses Jahr definitiv nicht mehr der Fall sein. So, das war's schon von mir. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Oh, 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 oh,